Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Hallo, liebe Elektroautofahrer, grüßt euch. Ich bin ja gerade im Urlaub, deswegen entschuldigt bitte diese Tonqualität und manche Schnitte sind nicht perfekt. Aber ich wollte eben diese neue Nachricht eben hier bringen, dass man eben ab 14,5 Cent hier bei AC laden kann. Hier ein paar Produktempfehlungen mit entsprechenden Rabattcodes. Damit könnt ihr bares Geld sparen und unterstützt damit auch meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Und neu dabei, Tesla Supply mit 15% Rabatt im Sommer. Das Angebot bei Mobility hier in Österreich läuft noch weiter. Für 39 Cent pro Kilowattstunde kann man hier an AC und DC laden. Und jetzt sind sogar noch mehr Betreiber dazu gekommen. Was auch spannend ist, dass demnächst hier in Deutschland das auch wieder aktiviert wird. Dann schauen wir direkt mal in der App nach. Jetzt habe ich mal gerade diese App geöffnet, die Mobility-App. Da geht man unten auf diese drei Striche drauf. Danach geht man links auf diesen Filter drauf, ganz links. Dann kann man hier runtergehen, kann Wallet Spezial aktivieren mit dem Schieberegler, sagt dann anwenden. Dann werden nur noch alle Ladepunkte angezeigt, die halt preiswerter sind für 39 Cent pro Kilowattstunde. Hier in Österreich sind das doch schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Klickt man auf einen drauf, dann oben rechts auf den Pfeil. Dann sieht man hier Wallet Spezial bei Visa 39 Cent. Laden muss man hier natürlich über das Wallet unten, muss über die Visa-Card direkt aktivieren und kann dann eben laden. Jetzt gehen wir hier mal gerade nach Deutschland rüber. Da sind auch schon welche drin oder noch welche drin. Das werden anscheinend noch mehr werden. Hier klicke ich mal gerade aktuell hier München ein drauf. Das sind alle Citywatt-Standorte hier in Deutschland drin. Hier steht auch 39 Cent, aber hier steht nicht bei Visa, sondern eben normal laden eben für 39 Cent. Also aktuell kann man wirklich an den Citywatt-Standorten hier für 39 Cent laden. Hier der Andreas, der Markus und noch ein, zwei andere Leute hier hingewiesen. Ich habe es jetzt hier auf ecovento.de noch gefunden. Und zwar feiert Kaufland den 500. Ladepunkt mit 50% Rabatt. Und zwar ist es jetzt so, dass ab 17. Oktober das hier für 2 Wochen lang ein Angebot gibt. Und zwar für 48 Cent pro Kilowattstunde kostet ein normales Laden am HPC. Das kostet dann nur 24 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man dann eben an AC lädt, dann, was ja normalerweise 29 Cent kostet, kostet das eben nur 14,5 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt kommen wir zu dem Angebot von Kaufland. Ich habe den QR-Code mal hier eingeblendet. Dann muss man hier Kaufland Card Mitglied werden, um eben dann über Kaufland Pay das zu bezahlen. Also nicht mit der EC-Karte oder sowas, sondern eben wirklich über diese Kaufland Pay innerhalb dieser App. Danach muss man hier in der App auf E-Mobilität gehen, auf diesen Reiter dementsprechend und muss dann den QR-Code hier abscannen und damit den Ladepunkt starten. Zumindest ist AC-Laden für 14,5 Cent pro Kilowattstunde und DC-Laden für 24 Cent pro Kilowattstunde echt ein super Preis. Was meint ihr dazu? Den Preis kann man doch eigentlich lassen, oder? So, ich habe nochmal hier einen Tipp vom Cianon bekommen, dass man eben hier schon bei den Jet-Tankstellen gut laden kann. Und zwar haben die hier so 400 kW Ladesäulen hier stehen von Alpitronic, also die allerneuesten, schnellsten. Und was halt gut ist, dass man hier ad hoc laden kann, natürlich auch mit normalen Ladekarten, das ist ganz klar. Aber ihr wisst ja, wenn man über die EnBW-Ladekarte halt hier lädt, kostet das 84 Cent pro Kilowattstunde. Und hier kann man eben ad hoc laden mit einer EC- oder Kreditkarte direkt. Und bezahlt hier 59 Cent pro Kilowattstunde. Das denke ich mal doch relativ fair. Es ist 100% erneuerbarer Strom, also Ökostrom hier, der verwendet wird aus Wind und Solar. Das ist natürlich auch sehr schön. Es sind natürlich hier CCS-Stecker vorhanden, das ist ganz klar. Und wenn man hier so schaut, was für Ladepunkte hier sind, hier in Berlin sind wohl welche dabei, Bielefeld, Füssen. In Giengen, in Hamburg sind wohl mehrere, in Inning unten bei München, Kaiserslautern, Kassel, Kleve, Köln, Leimen hier bei Heidelberg. Dann haben wir hier Mainz ist ein dabei, nee, sogar zwei, in Maulburg, das kenne ich ja gar nicht. Dann haben wir hier noch Sitten sind dabei und der Siebenmau ist dabei, Viernheim, Wuppertal, dort eine ganze Menge. Also es sind wohl geplant bis zu 60 Standorte hier in Deutschland, aber die sind schon verfügbar. Und es finde ich doch echt schön hier, dass sie von Jet auch hier die neuesten Ladesäulen von Alpitronic einsetzen zu einem relativ vernünftigen Preis von 59 Cent. Jetzt fahre ich ja demnächst hier nach Kroatien und da gibt es ja diese schöne App Elen. Die habe ich euch schon mal empfohlen, aber hier gerne nochmal als Wiederholung. Jetzt habe ich die App mal gerade gestartet. Hier gibt es in Kroatien doch eine ganze Menge Ladepunkte. Muss halt immer hier in den Bereich reinzoomen, damit sich das hier aktualisiert. Aber es sind doch eine ganze Menge. Hier kann man mal auf den Filter draufklicken.
Da kann man unten Payable mal ausschalten. Jetzt werden die kostenlosen angezeigt. Hier in Istrien sind wohl einige kostenlos oder ein paar. Mal gerade draufklicken. So, free of charge, kostet nichts. Soll ich gerade mit dem Filter nochmal zurücksetzen. Und mal hier gucken, ob ich andere Ladepunkte finde. Hier zum Beispiel mal draufklicken. Und da kostet das Laden 29 Cent pro Kilowattstunde. Und ab 3 Stunden dann 6 Cent pro Minute. Aber der Preis ist heiß, finde ich. Was meinen Sie dazu? Oder über die NordE-App bei verschiedenen Ladeanbietern ab 43 Cent. Oder über die Selectroverse-App für 46 Cent bei ChargePoint habe ich meinen letzten Videos ja gezeigt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Jetzt geht es nochmal um den Charge Pass über die Marino-App. Da kann man ja laden für 39 Cent bei Ionity für 4,99 € pro Monat. Hier hat mich jemand kontaktiert per E-Mail und hat gesagt, hier Carsten, wie kann das sein, dass ich hier auf der PDF-Seite hier angezeigt bekomme 49 Cent pro Kilowattstunde in Italien. Wenn ich aber dann die App reinschaue, steht dabei, bei Mobilize Intense muss ich hier 83 Cent bezahlen. Und nach vielem Hin und Her haben die jetzt geantwortet, ja, die Preise in der App wären wohl maßgeblich. Wie ist es bei euch? Hat jemand schon mal geladen in Italien und musste jetzt vielleicht 49 Cent bezahlen oder vielleicht tatsächlich 83 Cent? Das ist hier die Frage. Bitte mal gerne kommentieren. Nochmal, wie gesagt, Entschuldigung für die Bild- und Tonqualität heute, weil ich hatte ein altes Notebook hier im Urlaub dabei. Und viel Spaß beim Laden. Ciao, ciao.